Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. Mit unserem neuen Greifhaken sollten wir eigentlich irgendwie weiterkommen können. Da draußen gab es doch zum Beispiel so Fixpunkte für den Greifhaken. Genau. Ja, würde ich sagen, schwimmen wir uns einfach mal rüber. Mensch, der schreit aber auch. Holy moly. Was auch immer mit seinem Schweif passiert, es ist wahrscheinlich nicht ganz so angenehm. Flupp, und schon sind wir unten. Beziehungsweise bei einer neuen Tür angekommen. Von unten kann man nicht wirklich reden. Weiter unten als gerade. Und was haben wir hier Schönes? Oh, eine Brücke. Und ein Gegner. Da unten geht es anscheinend auch weiter. Hey! Der ist fast runtergefallen. Was ist denn los mit dir? Jetzt fällt er auf der anderen Seite fast runter. Jetzt fällt er da fast runter. Sag mal, Kollege, alles gut bei dir? Was ist denn mit ihm los? Der ist ja geil. Ah, jetzt kommt er zu mir. Da? Ach, jetzt rennt er weg. Was ist denn los? Er sucht seine Waffe wahrscheinlich. Die ist ihm wahrscheinlich runtergefallen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Na komm. Ich liebe diesen Konterangriff. Ah! Ohne Waffe kann man nicht kontern. Also wenn der Gegner keine Waffe hat, kann man anscheinend nicht kontern. Na, schau mal einer an, eine Schatztruhe. Und mehr Collectibles. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie da runterkommen. Die Frage ist, wie? Wie? Ah, Moment. Kann man die Brücke hier... Oh nein! Ach, hallo? Das wollte ich gar nicht. Wollte gucken, ob ich die Brücke kaputt machen kann. Das Problem ist, ich falle halt selber darunter, wenn ich nicht aufpasse. Ah. Einfach mit der Wirbelattacke versuchen. Oh! Ja, so war es zwar nicht geplant, aber hat funktioniert. Hey, jetzt sind wir unten. Cool. Und ich weiß auch, wie wir wieder hochkommen. Da rechts haben wir nämlich so eine Feuersäule. Ein Glücksamulett. Sehr schön. Ja, hier rechts haben wir so eine Feuersäule und da können wir wieder einen Wasserpott draufschmeißen und dann können wir uns da hochbringen lassen. Wollen wir aber gar nicht. Wir wollen ja eigentlich ein bisschen weitermachen. Sehr verwirrend. Ach, jetzt sind wir bei dem Käfig. Nice. Ah, ich sehe schon. Da müssen wir auch diesen Wirbelangriff machen wahrscheinlich. Oh, hat ja super funktioniert. Das kann doch nicht wahr sein. Ich drehe halt den Stick immer einmal im Kreis und drücke einmal die Angriffstaste. Aber vielleicht sollte ich hier tatsächlich chargen. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Gibt ja zwei Arten und Weisen, wie man das machen kann. Haben wir am Anfang ja gelernt. Also einmal mit Charge, so. Und einmal eben, indem man den linken Stick einmal rundherum dreht und dann B drückt. Das mache ich normalerweise, aber hier hat es anscheinend nicht so wirklich gefruchtet. Oh, das sieht doch gut aus. Ja, du guckst aber nicht begeistert, Kollege. Findest du es nicht so gut? Ah! Nice! Das riecht nach Progress. Hier sind wir auf jeden Fall richtig. Das sieht so klasse aus hier. Sehr schön. Na gut, da geht's weiter, aber die Tür ist verschlossen. Ach so, oh. Na, schau mal eine an, das ist ein Schalter. Kann ich mich hier drehen eigentlich auch? Ja, kann ich. Sehr schön. Oh.
Weg, 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 weg. Ich will jetzt nicht von den Fledermäusen erledigt werden. Mensch, jetzt müssen wir uns ganz oft schwingen. Ein bisschen Indiana Jones mäßig. Hm, da rechts geht's weiter wahrscheinlich. Wir gucken trotzdem erstmal auf der anderen Seite. Oh, wie? Gar nichts? Ach, wie schade. Ich dachte, hier gibt's jetzt noch eine Schatztruhe oder so für uns. Ich gehe übrigens mal ganz stark davon aus, dass wir heute dem Boss des Dungeons begegnen werden. Rate ich jetzt einfach mal so. Nice. Und rüber. Ja, läuft. Könnten ja mal zwischendurch auch auf die Karte gucken vielleicht. Ja, also da haben wir auf jeden Fall noch eine Schatztruhe. Sehr gut. Hier haben wir nichts mehr. Hier haben wir auch nichts mehr. Und da haben wir auch nichts mehr. Das ist die letzte Schatztruhe. Ja, beziehungsweise die letzte hier vorne zumindest. Da unten, unterhalb der 1, gibt es noch eine. Das müsste in der Nähe des Eingangs sein. Ah, da können wir ja später nochmal schauen. Aber ansonsten haben wir wirklich alles gefunden. Das gibt's doch gar nicht. Ging ja schon relativ flott. Oh, nein! Kann ich euch stunnen? Ja! Sehr schön. Immer schön ins Auge rein. Hm. Ah, Moment, 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 Moment. Ich glaube, das ist hier sogar notwendig. Komm mal her. Ich brauche dich mal eben. Ich glaube nämlich, man kann die irgendwo drauflegen. Genau, ja, genau, genau, genau. Nein! Oh, ich wollte dich ablegen. Ah, trotzdem funktioniert. Mehr oder weniger richtig. Und wir bekommen einen neuen Gegenstand. Du hast den großen Schlüssel gefunden. Er ermöglicht es dir, das Versteck des Wächters zu betreten. Rufe den Kartenbildschirm auf, finde ihn und mach ihm den Gar aus. Nein, wir wissen ja schon, wo er ist. Da habe ich jetzt aber Glück gehabt, genau. Man kann die Gegner nämlich stunnen mit dem Greifhaken und ich glaube, man kann manchen Gegnern auch Gegenstände klauen. Oder vielleicht sogar allen Gegnern. Hey, ich wollte kontern. Nice! Oh, ein Herz. Toll. Ein halbes Herz verloren. Aber wenigstens eins wiederbekommen. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch zurück. Oh, na toll, jetzt ist alles voll mit Fledermäusen. Oh, 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 oh. Oder was? Ah, das sollte aber machbar sein. Oh Mann, das hat schon Spaß gemacht, muss ich schon sagen. Also der Dungeon war schon ziemlich cool. Abgesehen davon war die Musik auch ziemlich gut. Oh! Noch mehr Rubine! Wir sind so reich, wenn wir hier von der Insel runtergehen. Wenn wir von der Insel runtergehen, wissen wir ja noch gar nicht, ne? Ob wir es lebendig schaffen. Ey! Was? Wieso hat das plötzlich aufgehört? Ich schwing mich doch! Ach, holy moly, das gibt's doch gar nicht. Richtig frech. Muss ich jetzt von hier vorne wieder anfangen? Das ist ja voll gemein. Na komm. Jetzt hat's funktioniert. Was lange währt, wird endlich gut. Ja, jetzt ist die Frage, kommt man da so rüber? Ach, kann ich mich darüber schwingen oder sterbe ich dann? Ach Leute, ich weiß es nicht. Ich probier's jetzt einfach mal aus. Bin ich schon so oft draufgegangen hier. Ah, komme ich da hin? Ach, ich weiß nicht. Vielleicht da vorne auf die Plattform noch maximal. Das könnte noch hinhauen. Oh! Ganz, 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 ganz knapp. Aber ganz, ganz knapp wirklich. Ja, ich glaube, da vorne wäre ich nicht hingekommen. Aber das ist nicht so schlimm. Also wir können von hier aus... Na, oder kommen wir da rüber? Naja, schaffen wir gar nicht.
Was ist denn jetzt der schnellste Weg zurück zum Anfang? Gute Frage. Oh, was ist da denn gerade passiert? Ich glaube, da wurde so eine Fledermaus erschlagen. Die Arme. Na egal, wir können hier ja einfach nach oben. Hey, greifst du mich nochmal an? Das gibt's doch gar nicht. Du Mistviech. Vielleicht hätte ich doch den A-Angriff machen sollen und nicht immer nur B hämmern. Ja toll, jetzt habe ich die ganzen Wasserfässer kaputt gemacht. Brauche ich noch? So. Wo war das denn? Da vorne rechts, glaube ich. Kam hier nicht vorhin eine Feuersäule hoch? Aha! Schau mal einer an. Das sieht doch gut aus. Da vorne ist wieder der Gegner, der die ganze Zeit die Brücke runterfällt. Der arme kleine Kauz. Kann er auch nichts für. Ja, keine Ahnung, ob es jetzt einen schnelleren Weg gegeben hätte, aber bin ehrlicherweise ganz zufrieden damit. Auch wenn ich mich unten ein bisschen durchgefailt habe. Nice! Und schon sind wir wieder oben. Jetzt ist die Frage, gehen wir direkt zum Boss oder suchen wir erst noch die Schatztruhe? Ich glaube, wir suchen noch erst die letzte Schatztruhe, die uns noch fehlt. Dafür müssen wir einmal zurück zum Eingang. Dann gucken wir mal kurz auf die Karte drauf. Hoppala. Ja, hier einfach durch und dann nach links. Ach, ich erinnere mich auch wieder an die Stelle. Ah, ich weiß, wo die ist. Ja, natürlich. Genau. Hinter der Tür hier. Da habe ich das letzte Mal sogar gesagt, dass uns der Gegenstand noch fehlt. Oh. Jetzt nicht angegriffen werden von hinten. Ach komm, die machen wir auch noch eben kaputt. So viel dazu. Dauert ein bisschen länger hier. So. Und da können wir uns gleich rüberschwingen. Nein! Oh! Nice! Und eine Schatztruhe! Die letzte aus diesem Dungeon. Hey, eine Schatzkarte! Cool! Ah, wir können auf jeden Fall schon ordentlich Schätze heben. Rein theoretisch. Aber erstmal brauchen wir eine bessere Inselkarte, beziehungsweise eine vervollständigte Inselkarte. Ja, wir müssen auch jede Insel einmal besuchen, damit wir eben unsere ganze Map einmal voll gezeichnet haben. Und wenn wir die voll gezeichnet haben, dann ist das Schätzesuchen halt auch viel, viel einfacher. Dann macht das auch mehr Spaß. So, jetzt müssen wir nur noch zum Boss gehen. Der sollte ja jetzt hier irgendwo stecken. Das heißt, irgendwo stecken. Wir waren ja schon an der Tür. Wir kennen die Tür schon. Nice. Vielleicht finde ich ja auch irgendwo noch so ein Viertelherzchen. Na, willst du gegen mich kämpfen? Hast schon einmal verloren. Und? Aha, da ist das Herzchen, was ich haben wollte. Na gut, eine Fee haben wir ja noch, wenn ich mich recht erinnere. Genau, ja, damit sind wir gut vorbereitet. Und wir haben auch wirklich alles im Dungeon hier gesehen. Ich schaue sicherheitshalber nochmal einmal auf die Karte. Jo, Erdgeschoss, ja. Eins, ja. Zwei, ja. Drei, ja. Also, weiter geht's. Zum Boss des Dungeons. Oh, oh. Und jetzt? Thank you.
Alter Schwede, ist der gruselig. Ach, greif mich nicht an, bitte. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was muss ich machen? Ja, sein Auge ist seine Schwachstelle wahrscheinlich. Nicht da oben. Ah. Das ist ein bisschen gemein eigentlich. Na, das sieht doch gut aus. Ach so, seine Hülle bricht. Gut, also müssen wir immer an den Schwanz oben erstmal dran. Ein bisschen im Kreis erstmal wahrscheinlich. Ah, da oben ist er wieder da. Er ist ja wieder da. Ach, wie gemein. Die ganze Zeit hat er so Schmerzen, weil jemand mit seinem Schweif rumspielt und jetzt spielen wir selber damit rum. Irgendwie komme ich mir ein bisschen schlecht vor gerade. Aber es ist schon ein sehr, sehr epischer Bosskampf. Also es ist schon sehr, sehr nice gemacht, Leute. Und? War es das schon? Da müssen wir noch gegen den kämpfen. Also so richtig gegen den kämpfen. Nee, ich glaube, das war es sogar schon. Oh nein! So viel dazu. Oh, oh. Und jetzt? Du greifst mich doch sicher an. Oh, was? Ah, man kann das Auge ranziehen. Wie er sich freut. Das ist so süß. Oh, war das ein genialer Kampf. Das hat echt Spaß gemacht. Und wir kriegen ein neues Herz. Du hast einen Herzcontainer gefunden. Damit erhöht sich deine Energie um 1. Zusätzlich wird deine Herzleiste wieder vollständig aufgefüllt. Hier sind aber noch mehr kleine Herzchen. Sehr gut, ja, damit dürfte sein Schweif jetzt erstmal in Ruhe gelassen werden. Zumindest ist hier keine Lava mehr. Ja, halbe Miete. Schön. Och, ist das klasse. Hey! Nuxel! Na, willst du ihm nicht etwas sagen, Komori? Meduli hat mir alles erzählt. Huxel, danke. Es tut mir leid, dass ich so gemein zu dir war. Ob ich eines Tages auch so mutig werde wie du, Huxel? Aber natürlich. Nicht wahr, Huxel? Huxel, hier. Ich will, dass du sie bekommst, Huxel. Und ich hoffe, dass ich bald den Mut haben werde, nicht mehr vor Herausforderungen wegzulaufen. Du hast Deans Demont erhalten, oder Diamond. Ein göttliches Artefakt, das beim Volk der Orni von Generation zu Generation weitergegeben wird. Der ehrenwerte Valo möchte auch seinen Dank aussprechen, Huxel.
Nutze den Wind, die Kraft des Gottes des Windes, weise? Was meint der ehrenwerte Valono damit? Gott des Windes, meint er damit vielleicht den Gott des Schreins hinter dem Tunnel dort? Und außerdem hat dich der ehrenwerte Valo Held genannt, Huxel. In der Tat, für uns bist du wahrlich ein Held. Ich werde mich auf den Weg zum großen Valo machen. Schließlich möchte ich auch endlich ein paar prächtige Flügel. Warte, Komori! Nochmals vielen Dank, Huxel. Ich hoffe, ich sehe dich bald wieder. Oh, sind die sweet, die beiden. Mega schön. Oh, es hat so viel Spaß gemacht. Das war so klasse. Terry ist auch wieder da. Hallöchen, Bursche. Wir gehen aber trotzdem noch einmal ganz kurz nach oben. Auch wenn ich glaube, dass wir erstmal eigentlich alles erledigt haben. Was gibt's da eigentlich? Hey, Moment, da ist noch eine Schatztruhe. Na gut, da kommen wir aber aktuell nicht hin. Naja. Genau, also ich glaube, wir haben grundsätzlich erstmal so die Hauptquest hier erledigt. Wir können jetzt erstmal weitermachen, aber eine Subquest sollten wir noch fortführen können. Jetzt habe ich meine eigene Abkürzung nicht genommen. Wir können ja auch hier unten hingehen. Hatte ich doch am Anfang noch freigeschaltet. Und zwar glaube ich, dass wir jetzt die Aushilfskraft treffen sollten in dem Postamt. Schauen wir mal. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir da noch irgendwo ein Herzteil abstauben können. Auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin. Vielleicht ist es auch ein totaler Umweg einfach nur gerade. Na? Hey, doch! Da ist jemand Neues. Schaut mal. Guten Tag, ich bin die neue Aushilfskraft hier. Ein grünes Gewand und ein grüner Hut? Entschuldige meine Dreistigkeit, aber bist du vielleicht Huxel? Der einzig wahre. Wusste ich's doch. Die Legende von deiner unglaublichen Arbeitsmoral ist mir hier schon oft zu Ohren gekommen. Du bist mein großes Vorbild. Einmal deinen legendären 25er-Lauf sehen und sterben, das wär's. Bitte mach's mir vor. Oh, ah. Muss ich nochmal sortieren? Oh, war das knapp. Leute, war das knapp. Das war so knapp. Unfassbar, 25. Ich halte es im Kopf nicht aus. Dieses Glücksgefühl, das mit meinen eigenen Augen gesehen zu haben. Wie gern würde ich meiner Mutter jetzt davon erzählen. Ich habe eine Bitte an dich. Ich kann hier als Aushilfskraft natürlich nicht weg. Daher wäre es wirklich ein feiner Zug von dir, wenn du diesen Brief an meine Mutter in einem Briefkasten werfen könntest. Bitte tu mir den Gefallen. Nice, du hast den Brief an Mutter erhalten. Wirklich ein zu Tränen rührender Brief. Du verwahrst ihn erstmal in deiner Posttasche auf, um ihn später bei Gelegenheit in einem Briefkasten einzuwerfen. Eigentlich könnte ich den Brief ja einfach hier beim Sortieren mit untermischen, aber als Angestellter darf ich natürlich keine Sonderprivilegien genießen. Regeln sind Regeln. Sehr schön. Ich glaube, mehr können wir hier aber erstmal wirklich nicht machen. Also, das sollte es eigentlich gewesen sein. Schauen wir mal. Nicht unbedingt der Weg, den ich nehmen wollte. Gibt's da nicht noch einen direkteren Weg? Na egal. Auf jeden Fall haben wir hier den Poststraßen. Ah doch, war ein guter. Ein guter Weg. Denn hier kommen wir auf jeden Fall beim Postkasten vorbei. Ich weiß nicht, ob man an der anderen Seite auch noch irgendwo rauskommt. Ja, wobei, nein. Also ich glaube, wir haben alles gesehen erstmal. Wie schon gesagt, also da vorne, diese Geschichte mit den Bomben, das können wir, glaube ich, noch nicht machen. Werfen wir erstmal den Brief einfach nur ein. Da freut sich aber einer. Schakabam, babam! Von hier aus ist es nicht weit bis zum Postbotenhaus auf Draconia. Deswegen beträgt die Zustellgebühr 5 Rubine. Ist Ihnen das recht? Ja. Ihre Sendung wird zugestellt. Bitte beehren Sie mich bald wieder. Okidoki. Tschö, tschö, tschö. Oh, da vorne haben wir die Bomben. Ja, ich denke mal, da braucht man wahrscheinlich irgendwie Pfeile oder so, um da weiterzukommen. Ja, anders geht das nicht. Oder?
Oder Moment, Moment, Moment. Kann man da vielleicht mit der Möwe hin? Wir haben doch diese Früchte hier. Dann kann ich euch das einfach mal zeigen. Selbst wenn es jetzt Quatsch ist. Aber seht ihr? Da kommt so eine Möwe. Und dann kann man nämlich die Möwe steuern. Das ist voll süß. Vielleicht kann man einfach mit einer Möwe dagegen donnern. Das wäre natürlich möglich. Bin mir nicht sicher, ob die Möwe die Bomben auslöst. Ah, doch! Oh nein, die Möwe ist draufgegangen. Holy moly, aber eine Schatztruhe ist runtergekommen. Ja, das ist doch schon mal die halbe Miete. Dann kommt man hier doch weiter. Na, seht ihr, auf jeden Fall kann man dann eine Möwe steuern. Und dann, ja, kann man eben Orte erreichen, die man normalerweise nicht erreichen könnte. Ein silberner Rubin, 200 Rubin. Oh nein, und ich konnte nur 500 tragen. Ja, Leute, manchmal ist es so. Manchmal sind Freud und Leid so nah beieinander. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und der Ball hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht, hier bei The Wind Waker. Euer Huxel. Ciao. So ärgerlich mit den Rubinen.